Freunde, kurzer Einblender, Auf- und Abwertungsrunde. Ito bekommt wieder 2 Punkte abgezogen. Puh. Bisschen Verletzungspech, zu verletzungsanfällig. Boah, dieser Ito, ne? Ah, meine Güte. Basé bekommt 2 Stellungsspiele dazu. Fernando bekommt einen Punkt abgezogen. Itta bekommt einen Punkt abgezogen. Und Lyanko bekommt auch einen Punkt abgezogen. Es ist irgendwie ein Teufelskreis, ja? Es ist ein Teufelskreis, ohne Scheiß. Wir haben dauernd nur Verletzungen. Unsere Mannschaft wird dauernd nur schlechter, weil sie sich so oft verletzen. Ich schau mal, was ich im Winter machen kann. So, Freunde. Diese Folge gab es keine Begrüßung, weil ich ziemlich in die Aufnahme reingestürzt bin, sage ich mal. Willkommen zum Fußballmanager. Nächstes Spiel gegen Bielefeld. Es ist komplett Kraut und Rüben hier in der Mannschaft. Wir gehen ohne Verletzungen in die Winterpause rein. Wir haben unser erstes verdammtes Spiel in der Bundesliga und haben schon wieder 4 Verletzte. Wir haben nur Verletzte. Ich glaube, über die Saison verletzt sich einfach jeder in der Mannschaft 4-mal. Ah! Es ist gerade echt ein bisschen störend, ja. Ihr merkt das. Ich muss mir mal ein bisschen Luft machen. Wir sind 1-0 vorne gegen Bielefeld. Solange wir gegen die Unteren gewinnen, ist es okay. Wenn wir noch ein paar Punkte oben holen, ist es auch okay. Wir gucken mal. Wir müssen Punkte holen. Am Ende schaffen wir es, 3-2 zu spielen. Wir nehmen die 3 Punkte mit. Zum Glück, zum Glück. Ich hoffe, ja, eine Konstellation kann jetzt endlich mal zusammen trainieren, denn unser Teamwork ist, glaube ich, auf 18 oder so, weil hier dauernd rotiert wird. Gezwungenermaßen wird hier rotiert, ja. Ey, das ist so schlimm gerade. Es ist wirklich richtig schlimm. Wir gewinnen aber trotzdem, nehmen die 3 Punkte mit. Echt nice. Endlich mal wieder. Erfolgserlebnis für die Mannschaft. Moro wieder stark. Nice. Es ist so eine Katastrophensaison, ohne Scheiß. So eine Katastrophensaison. So, Freunde, rein ins nächste Spiel gegen Gladbach. Also ohne Witz, diese Saison ist einfach so Kraut und Rüben. Es ist so behindert. Es ist so scheiße alles. Ich hoffe, wir schaffen es hier in der Liga zu bleiben. Ohne Witz, wenn wir unter den Umständen in der Liga bleiben, dann ist es wie eine Meisterschaft. Alter Schwede, rein gegen Gladbach. Wir kriegen wahrscheinlich eh aufs Maul. Wir sind nur noch 3 Punkte von der Relegation weg. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Also wenn wir unter den Umständen in der Liga bleiben, dann ist das ein... Dann können wir das feiern wie eine Meisterschaft. Ohne Scheiß. 2-0 Gladbach. Hier verlieren wir bis zum Ende. Alter Schwede, hier verlieren wir 6-0 gegen Gladbach. Und so langsam geht es mir echt hart auf die Nerven. Wir werden so abgeschossen von jeder Mannschaft. Aber was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Es ist nicht möglich momentan für uns guten Fußball zu spielen, weil dauernd alle verletzt sind. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen abgefuckt werde, aber es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Das kann ich euch sagen. Es nervt einfach nur ultra. Außerdem war das heute eine komplette Scheißleistung. Wir gehen mal weiter. Vorstand geht auch runter. Meh. Rein ins nächste Spiel gegen den HSV. Ich spule hier schon wieder viel zu schnell vor. Übrigens, Freunde, falls ihr euch fragt, warum keine Transfers kommen, ich kann keine machen. Wir haben zwar Budget, aber kein Bargeld. Ja, wenn ich jetzt Transfers mache, stürze ich den Verein in die Miesen. Ja, und dann gehen wir vielleicht in die nächste Saison in die zweite Liga runter. Plus, dass wir pleite sind. Das wäre beides zusammen der Super-GAU. Dann ist es echt ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. HSV, ich hoffe, wir können hier ein Tor machen und gewinnen. Wir schauen. 1-0 Johannes Eggestein. Danke. Am Ende gewinnen wir trotz einer gelb-roten Karte 1-0 gegen den HSV. Was zur Hölle? 44. Minute, Tor von Eggestein. In der 73. kassieren wir nochmal das Tor. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn, dass wir hier gewinnen, ne? Boah, ich hoffe nur einfach, dass wir langsam diese Verletzungen unter Kontrolle bekommen und einfach mal Glück haben, dass wir nicht dauernd alle verletzt haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gutes Spiel. 3 Punkte geholt. Sehr, sehr wichtige 3 Punkte. Wir gehen weiter. Fußballer des Monats Januar. Übrigens, Griezmann, Bayern scheint wieder auf dem Kurs nach oben zu sein. Sonst wäre Griezmann ja nicht Fußballer des Monats. Ja, wir müssen wirklich einen guten Monat gespielt haben. Ich glaube, ich muss gleich irgendwas kaputt machen gehen, Leute. Das nervt mich hier gerade so extrem. Glaubt das gar nicht. Ihr glaubt das wirklich nicht, weil man einfach machtlos ist. Oder ich bin momentan einfach machtlos. Es ist so ekelhaft. Wintertransfers waren wir nicht aktiv, einfach weil wir pleite sind. Valencia hat da nochmal gut eingekauft. Sonst hat eigentlich niemand großartig so viel gemacht im Winter. Sind wahrscheinlich alle irgendwie so ein bisschen pleite. Rein ins nächste Spiel gegen Hannover und diesen 17. Und ich hoffe, hier können wir uns nochmal durchsetzen. Das wäre richtig, richtig, richtig gut und sehr, sehr wichtig für uns, dass wir uns hier durchsetzen. Die Mannschaft ist Kraut und Rüben. Ich konnte nicht aktiv werden auf dem Transfermarkt. Verletzungen häufen sich
immer noch. Es ist sehr belastend und diese Folge an sich ist auch genauso Chaos wie die Saison. Unglaublich. Also momentan ist es wirklich, diese Folge aufzunehmen, ist glaube ich das Anstrengendste, was ich bis jetzt gemacht habe. Ohne Scheiß. Hier nicht auszurasten ist pure Selbstbeherrschung. 1-0 Teuchert. 2-0 Eggestein. Boom, Junge. Dankeschön. Freunde, wir konnten uns mal ein bisschen befreien. Wir konnten uns mal ein bisschen freischießen. Wir gewinnen 1-5 gegen Hannover 96. Und ich glaube, zumindest in der Kameraperspektive habe ich das Flackern im Hintergrund fast wegbekommen. Ich habe ein bisschen ich musste mich gerade ein bisschen ablenken. Horn mit einer überragenden Leistung heute, mit der 1 unterwegs. Er wird sich gleich eh wieder verletzen, easy. Lukas May auch sehr stark gewesen. Wir haben Tore, Vorlagen gesehen, wieder vom Bayern. Moro macht eine Vorlage, Teuchert macht ein Tor. Jastrzemski, der als Stürmer reingekommen ist, macht sogar 2 Buden. Also das war jetzt wirklich mal ein Spiel der Befreiung. Wir haben sie absolut dominiert. Sehr, sehr schönes Spiel. Sehr, sehr schön. Endlich mal wieder. Natürlich die in Unterzahl gewesen. Ja, Wimmer hat eine rote Karte kassiert, aber erst in der 67. Minute. Und ab da haben wir sie halt zerballert irgendwann. Aber selbst da waren wir schon 2-1 vorne. Ne? Also alles in allem ein sehr, sehr gutes Spiel von uns heute. Danke. Balsam für die Seele. Vielen, vielen Dank. Wir gewinnen übrigens das Kellerduell. Und Bayern ist übrigens auf dem Weg nach oben wieder. Die rasieren gerade durch und Kovac hat es tatsächlich geschafft, den Job zu behalten. Das ist echt krass. Das ist echt heftig, dass er das geschafft hat. Wow. Und Dortmund übrigens mittlerweile Erster. Und der Vorstand, er geht auch wieder nach oben. Dankeschön. Also das hier zu lesen, keine verletzten Spieler mehr, das ist allerdings Balsam für die Seele. Ich habe schon mal gesagt, Balsam für die Seele. Bitte. Lass das so. Freunde, rein in das nächste Spiel gegen Stuttgart. Bitte, können wir hier nochmal Punkte holen? Ich würde gerne Punkte haben. Danke. 1-0 Stuttgart. Wahrscheinlich haut uns jetzt Tosun wieder 3 Dinger rein. Ah, wir gucken mal. Auch hier verlieren wir wieder 4-1 und momentan klappt einfach überhaupt gar nichts. Null klappt hier. Gar nicht. Null. Einfach nur nix. Was zur Hölle? Ich glaube, es wird langsam mal Zeit für einen neuen Co-Trainer. Der schafft ja gar nichts. What the fuck? Gut, wir verlieren hier 1-4. Er kann halt natürlich auch noch daran liegen, dass wir halt absolut nicht eingespielt sind zusammen in der Konstellation hier, ne? Also, was auch immer gerade los ist, ist irgendwas, irgendwie ist der Wurm einfach komplett drin, ja? Gegen Mannschaften, die so ein bisschen stärker sind als wir. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Wir gehen mal weiter. Es sieht nicht so schlecht aus. Mit ein bisschen Glück können wir das schaffen, nicht abzusteigen, aber da müssen wir sehr viel Glück haben. Ganz, ganz viel Glück. Rein geht's gegen den FC Bayern München. Hinspiel haben wir ja gewonnen. Ich denke, jetzt werden wir eine Klatsche kassieren. Die Bayern haben sich gefangen wieder, sind wieder auf Kurs. Und ja, wir momentan am Struggeln des Todes. Sind in einem ziemlichen Loch drinne. Moral ist mies. Form ist mies. Momentan ist irgendwie alles mies. Ich hoffe, wir bleiben jetzt mal ein bisschen verletzungsfrei. Ja, ich darf es nicht zu laut sagen. Bitte, Fußballmanager. Lasst meine Leute nicht jetzt wieder komplett tot verletzen. Ja, danke. Ich hoffe, das hat jetzt mal ein Ende mit den Verletzten. Wir gucken mal, wie das Spiel ausgeht. Freunde, wir haben es geschafft. Unentschieden gegen den FC Bayern München, wo Neuer eine 1,5 hatte. Also wir waren hier schon wieder stärker unterwegs. Definitiv waren wir hier stärker unterwegs. Wir sehen es hier auch. Wir waren dem Bayern ebenbürtig. Ja, absolut ebenbürtig schon wieder. Wie auch immer das möglich ist. Aber wir haben sogar eine rote Karte kassiert. Also Mai ist für 3 Spiele gesperrt jetzt. What the fuck, sogar gegen Ende erst. Oh, diese roten Karten, die sind so nervig auch. Aber wir konnten mit Bayern mithalten. Sehr, sehr geil. Defensive war stark. Puh. Puh. Ein Punkt nehmen wir. Natürlich. Es sind schon wieder 4 Leute, die nicht dabei sind. 3 Leute haben sich jetzt unter der Woche verletzt. GG. Geil. Rein gegen Augsburg. So, Freunde, rein gegen Augsburg. Mal gucken, wie es wird. Wie gesagt, dauernd Spieler verletzt. Ich glaube, wir waren in der Saison noch nicht unter... Also, wir hatten einmal keine Verletzte mehr. Eine Woche später hatten wir wieder 6. Also, ich glaube, wir waren noch nicht einmal richtig ohne Verletzte in dieser Saison. Ist ein bisschen belastend, wirklich. Also, es tut mir leid, wenn ich hier ein bisschen oft das sage, dass wir Leute verletzt haben. Aber es ist halt etwas, das sehr hart nervt und was sehr hart uns dämpft. So, wir wären nicht so schlecht, wenn wir nicht so viele Verletzte hätten. Aber es ist halt so, ne? Und so langsam ist es halt wirklich sehr unrealistisch. Unser ganzer Kader ist einfach dauerhaft verletzt. Was? Wir gucken mal, wie das Spiel ausgeht. Vielleicht kriegen wir den Punkt. Freunde, wir haben es geschafft. 3 Tore von Eduard haben uns hier gesaved. 3 Punkte für uns.
3 verdammte Punkte für uns gegen Augsburg. Ganz, 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 ganz starke Kiste. Ultra, wir waren zwischenzeitlich 2-1 hinten, haben dann das 2-2 gemacht, sehen wir hier auch, ne, wir waren 2-1 hinten, dann kurz vor Ende das 2-2 und dann noch das 3-2 hinterher. Wahnsinn. Ich saß hier so angespannt gerade, unnormal. Und der Typ hier, 3 Tore gemacht, ultra geil, hat sich jetzt schon gelohnt, den sie gekauft zu haben. Meine Güte, nochmal 3 Punkte gemacht. So wichtig, wir sind 13. mit 30 Punkten und 10 Punkte vom Abstieg weg. Wahnsinn. Wir haben jetzt noch 10 Spieltage und können noch 30 Punkte eigentlich holen in den 10 Spieltagen. Aber wenn wir davon 10 holen, bin ich zufrieden. Wenn wir diese 40 Punkte anpeilen, ungefähr zum Saisonende, bin ich zufrieden. Mal gucken, ja, mal gucken. Also es ist wirklich eine ultra, ultra Trouble-Saison. Das muss man einfach sagen. Es ist so ein Trouble gerade. Aber es wird, ja, es wird. Wir gucken weiter. Der Vorstand geht auch wieder nochmal ein Stück nach oben. Also wir sind hier, also da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Ja, wir sind hier safe, aber es ist trotzdem so anstrengend. Es ist so anstrengend, einfach diese Saison zu spielen. Ihr glaubt das gar nicht. Tosun übrigens Fußballer des Monats Februar. Starker Typ. Einer der besten Newcomer der Saison ist unser Firmino. Sehr schön, obwohl er kaum spielt. Trotzdem, ja, also er hat 7 Spiele gemacht. Ja, also er hat 7-mal gespielt. Ist nicht so gut drauf, der Gute. Sollte vielleicht auch langsam mal mehr Einsätze bekommen, aber momentan ist es halt in dieser Liga, solange wir noch nicht diese übelste A-Truppe haben, ist es halt schwer zu rotieren oder wir sehen, was passiert, wenn wir viel rotieren. Alles ist durcheinander, komplett durcheinander. Aber trotzdem 3. Platz, sehr schön. Die Sache ist, Freunde, Luis Baier verletzt sich, wird die Woche über fit und vorm Spiel verletzt er sich direkt nochmal für 5 Tage. Das geht schon seit jetzt, was? Was? Ach Mann. Rein gegen Leverkusen, Freunde. Hier werden wir aber weggeklatscht werden. Definitiv werden wir hier weggeklatscht werden. Wir schauen mal, wie das Spiel ausgeht. Vielleicht haben wir ja Glück, aber wir werden hier definitiv weggeklatscht werden. Definitiv. Jawohl, Freunde. Wir gewinnen das Spiel gegen Leverkusen 2-1. Was ein wichtiges Spiel. Was ein wichtiges Spiel. Und Timo Horn mit der 1,0. Der hat uns gerade so den Arsch gerettet. Der war so eine gute Investition. Wir gewinnen jetzt 2-1 gegen die Tore auch von Ito, ja, der schon wieder gelitten hat. Ohne Witz, dieser Spieler ist einfach, tut mir so leid, ne, ohne Witz, in dieser Karriere tut er mir so leid. Er wäre so ein guter Spieler. Er wird aber dauernd, ist er verletzt, wirklich dauernd und wird dadurch immer wieder runtergestuft, ne. Er kämpft sich kurz zurück, ist dann wieder langzeitverletzt und wird wieder runtergestuft um 2 Punkte. Das ist so bitter, ne. Aber nichtsdestotrotz, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Auch Itter war gut unterwegs. Eieieiei. Ich habe so krampfhaft hier gesessen gerade. Wahnsinn. Wir haben 3 Schüsse gehabt, 3 Schüsse auf Tor. 2 davon sind reingegangen. What the heck. Stark. Und wir hatten auch nur 3 Chancen. Krass. Wir gewinnen hier trotzdem. Vielleicht kommt langsam das Glück wieder. Sehr schön. Nochmal die Wintereinkäufe haben wir gar keinen getätigt, deswegen ist uns eigentlich alles relativ Wayne. Ja, guckt's euch an. Der HSV hat ein paar Mitläufer verpflichtet. Vorstand geht auch wieder weiter nach oben. Es ist schön. Es ist echt schön zu sehen, dass wir, ja, dass wir einfach keine Probleme gerade mit dem Vorstand haben. Oder dass wir wieder ein bisschen uns fangen. Geil. Rein ins Spiel gegen Dortmund, den aktuell 1. Platz. Hier werden wir jetzt aber abgeschossen, Fragezeichen. Bestimmt. Definitiv werden wir hier abgeschossen. Ich meine, ich denke, Dortmund wird sich das nicht durch die Lappen gehen lassen. Wir sind momentan wieder so ein bisschen im Kommen, gehen hier 1-0 in Führung. Wir gucken, wie es ausgeht. Wenn wir hier gewinnen, dann fresse ich einen Besen. Definitiv. Auch wenn ich keinen zu Hause habe. Ich fresse einen. Freunde, dieser Manager macht mich absolut verrückt. Wir gewinnen 3-0 gegen Dortmund, den aktuell 1. Platz. Gewinnen wir 3-0. Wir sehen, was für ein Potenzial in unserer Mannschaft steht, wenn sich mal 3 Wochen am Stück nicht alle verletzen. Es haben sich jetzt, die letzten Wochen hat sich kaum jemand verletzt, außer jetzt Baier. Ja, der ist aber auch wieder da jetzt. Aber es ist krass Potenzial in unserer Mannschaft. Absolut. Wir gewinnen 3-0 gegen Dortmund. Das ist heftig. Wir haben nichts zugelassen. Also, was heißt, wir haben nichts zugelassen? Timo Horn, natürlich auch jemand, der momentan ultra krank ist. Sehr gut drauf. Rettet uns sehr krass. Auch hier unser Nico. Ultra stark. Gimba auch wieder. Ja, auf einer 79 jetzt gerade. Lyanko auch kriegt endlich mal Einsätze. Ja, weil Endika gesperrt war, glaube ich. Oder verletzt. Nee, ich glaube, er ist verletzt gerade. Aber gerade auch in der Offensive, ja.
funktioniert es viel, viel besser. Und wir sind auch gut in das Spiel reingekommen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier jetzt gewonnen haben. Wahnsinn. Und Vorstand natürlich bei so einem Sieg herrscht Ausnahmezustand. Geht nach oben. Danke. Keine verletzten Spieler mehr. Rein gegen die Hertha. Bitte. Punkte. Die Hertha momentan vor uns. Puh, wir sind gut drauf. Wir haben eine mega gute Mannschaft momentan. Also wir sind wirklich on fire gerade. Sehr, sehr gute Form. Wir sind aus unserem Loch so ein bisschen rausgekommen. Heute gewinnen wäre Gold wert. Wir schauen mal, wie es ausgeht. Mal gucken. Mal gucken. Es wäre auf jeden Fall geil. Schade. Haben wir leider verloren. 1:0 gegen die Hertha. Macht nichts. Ja, kommen wir mit klar. Ne, wir haben so viele Punkte schon. Das ist wieder krass. Ja, die Tabelle sieht aus. Wir sind momentan auf dem 11. Platz mit 36 Punkten. Das ist vollkommen geil. Der HSV auf dem 16. mit 22. Das heißt, da sind wir 14 Punkte weg. Also ich denke, da werden wir nichts mehr anbrennen lassen. Ich denke, um den Abstieg wird es nicht mehr gehen. Diese Saison. Ich glaube, da haben wir uns jetzt durch diese Siege, die wir da eingefahren haben, wieder so ein bisschen gerettet. Puh, also das war wirklich anstrengend jetzt. Es ist noch nichts durch, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, das können wir gut machen. Ich denke, das können wir sehr, sehr gut machen. Übrigens hat sich jetzt Lukas May 16 Wochen verletzt. War gerade richtig gut drauf. Verletzt sich 16 Wochen. 16. Saison ist für ihn definitiv vorbei. Freunde, rein ins Spiel gegen Düsseldorf. Absteiger. Momentan, da müssten 3 Punkte drin sein. Haben wir in der Hinrunde verkackt? Müssten wir jetzt eigentlich schaffen. Sollten wir schaffen. Die 3 Punkte würde ich sehr, sehr gerne mitnehmen. Dann hätten wir nämlich 39 Punkte. Das wäre schön. Gucken wir mal, was passiert. Und wir kriegen es hin, trotz dass sich Bayer eine rote Karte einfängt. Müsst ihr euch mal reinziehen, was er für ein Spiel gemacht haben muss. Er hat eine rote Karte und trotzdem eine 1-0-Wertung. Eggestein mit 2 Buden. Ja, absolut super. Sehr schwere Saison für ihn auch, ja. Er ist als Stürmer da vorne nicht gerade oft unter den Torschützen gewesen. Teuchert auch einer. Also alle haben diese Saison auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Zeit. Nicht so einfach, wir gewinnen trotzdem, machen die Punkte klar. 39 Punkte auf unserem Konto. Sehr, sehr schön. Ja, 39 Punkte ist echt ultra krass. Also jetzt haben wir definitiv nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Sehr, sehr geil. Also ich sag jetzt einfach mal, ne, ich weiß nicht, wie es rechnerisch aussieht, es sind jetzt 17 Punkte, aber es ist rechnerisch, ich denke nicht. Einen Unentschieden noch und wir haben die 40, damit sollten wir dann den Klassenerhalt haben. Geil, geil, wir haben es mal wieder geschafft, trotz dieser ultra, ultra, ultra anstrengenden Hinrunde und auch Rückrundenstart. Aber jetzt gerade haben wir uns so ein bisschen gefangen. Ich bin wirklich fleißig am Ausbauen. Unser Bargeld ist im Minus. Aber wir müssen in die Infrastruktur einfach hart investieren. Und Bremen hat es übrigens geschafft, sich nochmal den ersten Platz zu holen. Wenn hier Bremen Meister wird, wäre das richtig geil. Und die Bayern übrigens schnuppern auch schon wieder dran, ne? Die Bayern auch nur noch 6 Punkte weg. 6 nur noch. Die Bayern waren richtig weit weg. Und spielen auch noch Champions League. Das ist so krank, dass die sich nochmal so hart gefangen haben, ne? What the fuck? Und Kovac? Mittlerweile auch wieder relativ safe in seiner Jobsicherheit. Der war auf 1 mittlerweile. Der war auf 1 und wurde nicht rausgehauen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das Trainer auf 1 noch nicht gefeuert worden. Also die Bayern halten echt an Kovac fest. Und es hat sich, wie es aussieht, gelohnt. Vielleicht werden die ja sogar noch Meister. So, Freunde. Rein ins Spiel gegen Hoffenheim. Wir sind am 29. Spieltag schon angekommen. Ich denke, ich mache jetzt auch die Saison zu Ende in dieser Folge. Haben wir das hinter uns gebracht, ne? Also dann, ich mache es jetzt einfach. Wir haben schon wieder 3.30 Uhr in der Früh. Ich kann nicht schlafen und nehme das jetzt einfach mal wieder für euch auf. Endika hier mit dem 1:0, das wäre richtig geil. Hoffenheim momentan nicht gut drauf. Überhaupt keine gute Form. Könnten wir vielleicht ausnutzen, wir in einer guten Form. Gucken wir mal. 1:1. Joliton. Schauen wir, wie es ausgeht. Wir verlieren das Ganze leider mit 3:2. Eggestein mit einer 5. Sieht so aus, als hätte er versucht, hätte er irgendwie Elfmeter vergeben oder so. Man weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, sie haben 3 Tore gemacht. Wir haben dann nochmal 1 aufgeholt. Eggestein vom Tor wahrscheinlich voll nicht gut. Überhaupt nicht. Ja, im Endeffekt haben wir hier verloren. Schade. Sehr, sehr schade, dass wir hier verloren haben. War eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Hoffenheim Ticken stärker, hat einen Ticken besser die Chancen dann genutzt, denke ich. Wenn hier Basé und auch Eggestein eine 4,5 und eine 5 haben, dann muss Eggestein einiges daneben gehauen haben. Nicht gut. Überhaupt nicht so gut.
Gar nicht. Und Horn wieder mit der 2. Der rettet uns echt so den Arsch. Krass. Rein ins nächste Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Sie sind auf dem 11. Platz, auf dem 10. Platz, wir auf dem 11. Unentschieden wäre natürlich geil. Ja, würde sich nichts ändern. Frankfurt würde an die Hertha vielleicht anschließen, wenn sie gewinnen. Wir müssen mal schauen, wenn es gut läuft, können wir hier sogar 3 Punkte mitnehmen. Unentschieden würde ich natürlich nehmen. 40 Punkte ist das Ziel. Und wenn wir das erreichen, sind wir schon sehr, sehr gut wieder in der Saison drin. Und das wieder kurz vor Ende. Geil. Absolut geil wäre das. Und wir schaffen es, unentschieden zu spielen. 1:1, wir waren sogar richtig lange 1:0 vorne. Endika hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ist langsam auch wieder in seinem Flow drin. Auch Timo Horn wieder mit der 1,5. Der Typ, der ist einfach ultra krank. Ja? Der Typ, der hält einfach wahrscheinlich so viel. Und er war so eine gute Verpflichtung. Das kann man auf jeden Fall sagen. Timo Horn hat sich so krass gelohnt, den zu verpflichten. Einfach nur Wahnsinn, was er hier alles hält und alles rausreißt. Spiel, wir waren lange vorne, Frankfurt hatte mehr Ballbesitz so, aber wir hatten halt auch, wir haben lange das 1:0 gehalten, ihr seht das hier, die haben erst in der 85. Minute den Ausgleich gemacht durch Rebic und wir halt in der 38. Minute waren schon 1:0 vorne. Das war auf jeden Fall, wäre sehr, sehr schön gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Ist nicht schlimm, das Unentschieden, 40 Punkte erreicht. Sehen wir hier, 40 Punkte, wir sind gerade 12. Nichtsdestotrotz, denke, das sollte der Klassenerhalt definitiv sein und ich bin glücklich. Ich muss sagen, ich bin wirklich glücklich. Gehen wir in die letzten Spiele. Bayern hat sich aus dem Titelkampf verabschiedet. Obacht. Bayern hat sich aus dem Titelkampf verabschiedet. Ich dachte gerade, Bayern wäre Meister. Das wäre so krank gewesen. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Bayern kann also nicht mehr Meister werden. Krass. Okay. Und Bremen ist übrigens aktuell noch Erster. Mit 4 Punkten Abstand. Also sieht so aus, als würde Bremen die Meisterschaft klar machen. Unter Florian Kohfeldt. Krass. Das wäre so stark und ich würde das echt so feiern, dass Bremen Meister wird. Das wäre geil. Rein geht's gegen Schalke und gegen Schalke zu gewinnen müssen wir jetzt. Wir müssen jetzt nicht gegen Schalke gewinnen, gar keine Frage. Wir könnten eigentlich auch jetzt die nächsten Spiele wieder rotieren, weil ich gebe eh einen, sage ich jetzt mal, einen Scheiß da drauf, wie die Spiele jetzt ausgehen. 40 Punkte ist das Einzige, was ich erreichen wollte. Und ja, wir sind hier auch 1:0 hinten. Wir schauen mal, wie das Spiel ausgeht. Am Ende nur das zählt. 2:0 Schalke. Stark. Das verlieren wir. Da können wir auch rotieren. Am Ende verlieren wir das Ganze 4:0. War irgendwie abzusehen. Wir haben wieder absolut unterirdisch gespielt. Das muss sich definitiv ändern in der nächsten Saison. Aber wir sind auf jeden Fall ultra untergegangen gegen Schalke. Vergessen wir das einfach. Saisonprognose steht im Haus. Wir werden auf den 14. Platz prognostiziert, würde ich nehmen. Nehme ich. Komplett. Nehme ich sofort. Gegen Leipzig jetzt soll es ein Unentschieden geben. Gegen Freiburg sollen wir verlieren und gegen Bremen nochmal Unentschieden spielen. Ich sage voraus, dass wir alle drei verlieren, weil wir in allen drei Spielen hardcore rotieren werden. Ja, die letzten drei Spiele sind wieder für die Leute, die nicht viel gespielt haben. Ja, Rotation, easy, scheiß drauf, ob wir gewinnen oder verlieren oder Unentschieden spielen. Ja, wenn wir gewinnen, ist es sogar noch geiler. Wir haben die 40 Punkte, der Abstieg ist weg und wir sind dem Abstieg fern. Ist okay. Am Ende verlieren wir das Ganze 2:0. War keine gute Leistung der Mannschaft. Wie gesagt, wir rotieren hier durch. Ne? Die Leute sollen die Möglichkeit bekommen, jetzt am Ende nochmal zu spielen. Klar, können nicht alle gut sein, aber ja, ist es okay. 2:0 verloren gegen Leipzig ist okay. Kann man machen. Und Freunde, wir sind einfach 10 Millionen Euro im Minus. Eieiei, wo kommen auf einmal die ganzen Ausgaben her, frage ich mich. WTF. Nationalmannschaften kriegen wir Angebote von Nigeria und China. Also Deutschland leider nicht. Rein ins vorletzte Spiel gegen Freiburg. Und auch hier werden wir auf die Mütze bekommen. Denn unsere Mannschaft ist so zusammengewürfelt, wie sie nur zusammengewürfelt sein kann in unserem Kader. Wahnsinn. Am Ende spielen wir unentschieden, weil Schwollow ein Eigentor gemacht hat und Kent das glückliche 2:2 dann noch gemacht hat. Sehr, sehr geil. Ja, bringt uns jetzt mit 41 Punkten auf den 12. Platz. Was eine vercrackte Saison. Ohne Scheiß. Was eine maximal vercrackte Saison. Wir sind fast pleite. Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Und Meisterschaft gesichert. Bremen hat sich die Meisterschaft gesichert. Freut mich wirklich, dass Bremen hier Meister geworden ist. Aber das spricht ja irgendwie schon für diese vercrackte Saison, oder? Bayern 2. noch geworden, Dortmund 3. und Bremen holt sich die Meisterschaft. Krass. Absolut krass. So, rein ins letzte Spiel gegen Bremen.
Da, ja, es ist jetzt sowieso scheißegal. Für Bremen geht es um nichts mehr und für uns geht es auch um nichts mehr. Was soll's? Wir gucken einfach, wir sind um einiges schwächer als Bremen. Ich glaube, 150 Punkte oder so. Ist auf jeden Fall krass, wie viel schwächer wir sind. Wir gehen jetzt mal 1-0 in Führung. Ja, warum denn auch nicht? Wir gucken, wie das Spiel ausgeht. Guckt euch das an, Freunde. Guckt euch einfach diese Mannschaft an. Ei, alleine vom Selbstvertrauen her. Ei, fall vom Glauben ab. Freunde, ich fall komplett vom Glauben ab. Wir gewinnen das hier wirklich 1-0. Was? Was? Wir gewinnen das hier wirklich 1-0. Was? Wir gewinnen das wirklich 1-0. Wow, hat uns nochmal auf den 12. Platz gebracht am Ende. Nice, mit einer Tordifferenz von minus 13 und auf dem Konto minus 10 Millionen. GG. Gucken wir mal, was wir am Ende der Saison jetzt kriegen. Wir sollten ja auf jeden Fall mehr bekommen als in der letzten Saison. In der letzten haben wir nur quasi das Geld für den 18. Platz bekommen. Gucken wir mal. Jemand hat auch in die Kommentare geschrieben, dass es da, glaube ich, um die Wertung der letzten 5 Jahre geht. Ich hoffe, wir sind besser eingestuft. Weil ich glaube, auf den 10. Platz oder so gab es ja schon 20 oder sowas. 20 Millionen am Ende der Saison. Gucken wir mal. Großer Sprung. Leverkusen hat sage und schreibe 10 Positionen gemacht. Wow, krass. Ligapreisgeld haben wir 11 Millionen. 11,88 Millionen gekriegt für den 15. Platz. Ja, also es wird besser. Wir steigern uns. Und das hat uns jetzt komplett aus Minus rausgeholt. Wir müssen mal gucken, wie es mit dem Lizenzverfahren aussieht. Da werde ich vielleicht einen kleinen Übergangskredit aufnehmen müssen, damit wir keine Auflagen bekommen in der nächsten Saison. Gucken wir mal. Wir gucken erstmal jetzt auf die Liga und kurz auf die anderen Ligen und verschaffen uns einen kleinen Überblick, wie denn alles ausgegangen ist. In Deutschland kennen wir es natürlich in der ersten Liga. Ne? Bremen ist Meister geworden. Krass, auf jeden Fall. Wir haben es wieder geschafft, trotz einer absoluten Katastrophensaison. Also wirklich, diese Verletzungen zwischenzeitlich, absolute Katastrophe war das. Hamburg-Relegation, Düsseldorf und Bielefeld, also alle Aufsteiger auch unten drinne wieder. Hamburg in der Relegation, vielleicht schaffen sie es, vielleicht auch nicht. Sie sind ja auch durch die Relegation aufgestiegen. Wir gucken mal auf die zweite Liga, das war ja eigentlich auch ganz interessant. Da ist sogar Nürnberg Erster als, stimmt, die haben ja den Pokal gewonnen und sind abgestiegen. Das heißt, die haben als Absteiger in der Euroleague gespielt, glaube ich, oder? Ist das immer noch so? What the fuck? Ich glaube ja, oder? What the fuck? Da müssen wir gleich mal drauf gucken. Wolfsburg ist nur auf dem 9. Platz gelandet. Die haben, ich habe ja prophezeit, die werden richtig Trouble haben in der zweiten Liga. Guckt euch das an. Die haben halt auch eigentlich eine relativ schwache Mannschaft auf einmal. Ja, weil die müssen halt auch richtig Kosten reden. Obwohl, die haben immer noch einen Ginczek, immer noch einen Camacho, immer noch einen Renault. Knoche haben sie auch noch, Basuer haben sie auch noch. Also, sie haben eigentlich noch relativ viele Leute, haben aber trotzdem richtig rumgestruggelt. Köln auch nur 7. geworden in der ersten Saison. Markus Anfang nicht gut. Echt nicht gut. Klünter vielleicht eine Option. Oder, ja, ist natürlich jetzt so die Sache. Die haben aber auch noch ein Spiel. Am Sonntag gegen Pauli. Am 15. Okay. Aber ich denke, hier ist es auch relativ durch. Ne, hier kann nicht mehr viel passieren. Karlsruhe nur mit 9 Punkten. Pauli und Karlsruhe gehen auf jeden Fall runter. Und es gibt die Relegation Hamburg-Duisburg. Übrigens. Ja, Hamburg-Duisburg. Dritte Liga, können wir auch gerade mal gucken, wie es da aussieht. Würzburger Kickers. Braunschweig schafft den direkten Aufstieg endlich. Die waren sogar Erster zwischenzeitlich. Aber, ja. Bayern, Zweite steigt ab. Und übrigens unsere zweite Mannschaft, ja, in der, ich weiß gar nicht, wo sind sie? In der Oberliga Bayern, ne? In der, Regionalliga Bayern sind sie, ist Erster geworden. Unsere zweite Mannschaft hat es tatsächlich geschafft, Erster zu werden in der Regionalliga Bayern und ich hoffe, sie schaffen es aufzusteigen, weil das wäre ultra geil, wenn wir eine zweite Mannschaft in der dritten Liga haben. Das wäre richtig, richtig geil. Schauen wir mal auf die internationalen Ligen. England, Liverpool Meister geworden. Sehr, sehr cool. Jürgen Klopp, englischer Meister. GG. Nice. Definitiv. Frankreich ist Lyon Meister geworden. Paris nicht mal in den Europlätzen. What? Thomas Tuchel, what? Das ist auf jeden Fall eine Leistung. Das muss man auch erstmal schaffen mit Paris. Italien ist AS Rom Meister geworden. Auch geil. Sehr schön. Und in Spanien ist es Real Madrid wieder geworden. Barcelona nur 5. Sevilla 2. geworden. Krass, was hier für Ergebnisse rauskommen. Heftig. Wir gehen mal weiter und gucken dann darauf, wer denn den Pokal in Deutschland gewinnt. Das ist bestimmt auch relativ interessant. So, wir haben hier nochmal die Rangliste in Deutschland, im deutschen Fußball, bei den Torhütern und bei den Innenverteidigern haben wir wieder niemanden dabei. Bei den Außenverteidigern haben wir auch niemanden dabei, also auf der Außenbahn. Im Mittelfeld haben wir sogar Moro dabei, der ist im Blickfeld.
Aha, Moro, einer der Leute. Ja, ich habe gesagt, der wird krass. Und im Sturm haben wir auch niemanden dabei. Okay, cool. Gut, wir sind halt auch immer noch eine Mannschaft, die relativ weit unten drin ist. Es wird noch ein paar Saisons dauern, bis wir da wirklich rauskommen. Weil es wirklich echt hart ist gerade in dieser Liga. Gerade mit einem FC Bayern, der einen James Rodriguez hat und einen Griezmann. Das ist schon echt hart, damit zu halten. Da müssen wir, also die letzten Saisons waren ein absoluter Struggle in der ersten Liga. Aber irgendwie halten wir uns. Und irgendwie verbessern wir uns auch immer. Weil in der letzten Saison war es ein bisschen, war es schon Struggle. Diese Saison ist es halt hart Struggle gewesen durch die ganzen Verletzungen. Ich war auch echt mad mittendrin. Könnte auch daran liegen, dass wir einfach gleich schon 4 Uhr haben. Es wird besser, glaube ich. Es wird besser. So, Freunde, Auf- und Abwertungsrunde. Und ich sehe schon wieder ganz, ganz viel verletzungsanfällig, Verletzungspech. Ganz, ganz viele Leute kriegen Punkte abgezogen wegen diesen dauernden Verletzungen. Oh, ist das belastend. Oh, ist das belastend und macht das direkt schon wieder schlechte Laune. Negative Entwicklung bei Nico. Gimba bekommt 2 Punkte abgezogen, hat eine starke Saison gespielt, aber durch die ganzen Verletzungen 2 Punkte abgezogen. Bayer bekommt einen Punkt abgezogen. Rodriguez bekommt einen Punkt abgezogen. Mai bekommt 3 Punkte abgezogen. Wow, er hat eine verletzungsfreie Saison endlich mal. Ito bekommt wieder 3 Punkte abgezogen. Teuchert bekommt einen Punkt abgezogen. Basé bekommt einen Punkt abgezogen. Endika bekommt 2 Kopfball dazu. Fernando bekommt 2 Punkte abgezogen. Horn bekommt einen Punkt dazu, sehen wir auch oben schon. Edouard bekommt 2 Konstanz. Inter bekommt auch einen Punkt dazu. Wang bekommt 4 Punkte abgezogen und er bekommt nochmal 2 Konstanz. GG. Hier sieht es eigentlich ganz okay aus. Ich habe uns auf dem 13. Platz eingeschätzt und wir sind im Endeffekt 12. geworden. Ist okay. Ja, wieder durchschnittlich gewesen. Ist okay. Und von Luis Bayer wurde das Talent erhöht. Er ist jetzt ein 8-Sterne-Talent. Geil. Hat er sich verdient. Definitiv. Auslosung in der dritten Liga spielen wir gegen die Hamburg. Also Aufstieg in die dritte Liga spielen wir gegen die zweite von Hamburg. Da müssen wir gewinnen, Freunde. Da müssen wir gewinnen. Definitiv. Da kriegen wir die Übersicht für die Liga. Bremen Meister geworden. Bayern Vizemeister. Bester Spieler ist Danny Simpson von Stuttgart. Torschützenkönig ist dann doch Griezmann geworden. Überraschung war Werder Bremen. Definitiv. Wer hätte damit gerechnet und größte Enttäuschung bleibt. Wir freuen uns auf die nächste Saison. Hier sehen wir auch nochmal den Überblick. Kramaric 2. geworden. Reus 3. Torwart des Jahres ist Birki. Dahinter Fährmann und Pavlenka. Und das Duell gewinnt hier Niklas Stark. Eindeutig. Und Relegationsdrama. Hamburg bleibt in der Liga, gewinnt 3:1 gegen Duisburg. Aue schafft es in die... Nee, Sandhausen schafft es auch in der Liga zu bleiben. Aue schafft es nicht, hier den Aufstieg klar zu machen. Sandhausen bleibt in der zweiten Liga, genauso wie Hamburg in der ersten. 3 Leute werden frei, Florian Kainz wird frei zum Beispiel. Brauchen wir alle nicht. Ja, brauchen wir alle nicht. Die sind alle vom Talent her, obwohl er ist krass. Er ist krass und könnten wir mal im Auge behalten. Aber er hat halt Positionen, die wir nicht brauchen. Ne? Aber er ist trotzdem ein guter Spieler, 24 Jahre jung. Ablösefrei den zu holen, wäre auf jeden Fall ganz stark. 7 Millionen sich zu entgehen lassen, ist heftig. Ich schau mal. Top-Torschützen in Europa sehen wir hier gerade nochmal. Lukaku, bester Top-Torschütze geworden. Sacramento dahinter. Er hat 32 Spiele gemacht und 34 Tore bei City. Kranker Typ, absolut kranker Typ. Harry Kane, Weltfußballer, drittbester Torschütze. Und Griezmann als Deutscher, also in der deutschen Liga, auf Platz 9, der Einzige, der so weit oben ist. Ja, und der nächste Kramaric erst auf 30. Krass. Turnierbeginn in Katar. Werden wir ein bisschen beobachten, wer da wie spielt. Fußballer des Monats Mai übrigens Griezmann. Hier ein kurzer Überblick unserer internen Spielerauszeichnung. Bester Spieler Timo Horn. Bester Torschütze Teuchert. Tor des Jahres, das 3:2 von Edouard gegen Augsburg. Da hat er es ja nochmal gedreht, das Spiel. Nico wieder mit den meistverkauften Trikots und Moro, häufigster Spieler des Spiels. Sehr, sehr geil, finde ich sehr, sehr cool. Vor allen Dingen, dass Horn, Edouard und Moro da am Ende drin sind. 3 Leute, die wir diese Saison erst geholt haben. Und gerade Timo Horn, einer der Spieler, auf jeden Fall, die uns diese Saison den Arsch gerettet haben. Definitiv. Übrigens, Ito bei Japan oder mit Japan bei der WM dabei. Unser einziger Spieler, der bei der WM dabei ist, glaube ich. Ist sehr interessant, hat aber verloren gegen Dänemark. Nicht gut, Ito. Der tut mir so leid, ne? Aber dieser Spieler tut mir so leid. Seit wir den haben, hat der locker 6, 7, 8 Stärkepunkte abgezogen bekommen. Nur wegen dem Parameter-Patch. Das ist so krank. Das ist so heftig und unnötig. Top-Mannschaften in Europa oder beliebteste Vereine in Europa können wir noch nicht mithalten. Manchester United, auch hier mit 5 Millionen Erster. Das waren auch mal größere Zahlen, glaube ich, vor dem Parameter-Patch, ne?
glaube, das ist auch ein bisschen runtergegangen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, es ist so, oder? Korrigiert mich gerne, wenn es falsch ist. So, wir haben hier die Finalrunde. Die Gruppenphase habe ich gerade mal geskippt. Holland, Mexiko weitergekommen. Brasilien, England, Uruguay gegen Kroatien, Frankreich, Tschechien, Österreich gegen Argentinien, Spanien, Belgien, USA, Polen und Deutschland gegen Kolumbien. Nice, finde ich cool, dass die sich alle durchgesetzt haben. Vor allen Dingen Deutschland, die ja im Lostop 4 sind. Übrigens, oh mein Gott. Oh mein Gott, hier in der Karriere ist etwas geschehen, was ich mir auch in der Realität wünsche. Jürgen Klopp trainiert die deutsche Nationalmannschaft. Freunde, Katar, ihr wisst Bescheid. Katar, ihr wisst Bescheid. Jürgen Klopp trainiert die Nationalmannschaft. Bruder, würde ich mir das in echt wünschen. Da hätte ich mal eine Persönlichkeit als Trainer. Wäre das geil. So, wir schauen drauf, wer weitergekommen ist. Holland gewinnt gegen Mexiko. Brasilien gewinnt hier gegen England. Das heißt, Niederlande gegen Brasilien. Uruguay gewinnt gegen Kroatien. Frankreich gewinnt gegen Tschechien. Uruguay, Frankreich folglich im Viertelfinale. Auch Argentinien, Spanien und die USA und Deutschland. Deutschland ist weitergekommen. Jürgen Klopp macht das. Trainiert er gerade beides? Macht er gerade Nationalmannschaft und Liverpool? Schauen wir mal. Ich schaue da jetzt gerade mal in Liverpool rein. Kann ja nicht sein, dass Jürgen Klopp jetzt bei Liverpool aufgehört hat, oder? Das wäre krass. Wenn er beides machen würde, wäre das schon stark. Würde ich schon feiern. Nein, er macht tatsächlich beides. Er ist immer noch Trainer bei Liverpool und auch Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft. Alter, wie geil. Alter, wie geil. Das feiere ich gerade richtig. Also ich finde das ultra nice. Ultra. Und wir sehen hier Brasilien, Uruguay. Kommen beide weiter. Deutschland gewinnt 3:0 gegen die USA. Befindet sich jetzt im Halbfinale gegen Spanien. Und es wird langsam krass. Also Deutschland, ich würde es Deutschland absolut gönnen. Ja, also mit Jürgen Klopp, ich feiere das. Ultra. Spanien-Trainer kenne ich nicht. Manolo Ibanez sagt mir, glaube ich, irgendwas. Kenne ich aber nicht. Diego Lopez trainiert Uruguay. Und Brasilien wird trainiert von André Paradanta. Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Deutschland würde ich es absolut gönnen mit Jürgen Klopp. Krass. Deutschland gewinnt auch nochmal 4:1 gegen Spanien und Uruguay setzt sich in der Verlängerung durch. Und Deutschland ist hier gerade echt auf dem Weg, Weltmeister zu werden unter Jürgen Klopp. Das wäre ja krass. Das wäre ja absolut krass. Letzte Saison oder letztes Jahr schafft, oder vor letzte große Turnier schaffen sie es nicht mal, irgendwas zu reißen. Und Jürgen Klopp ist hier gerade auf dem Weg mit einer sehr alten Mannschaft, muss man sagen. Also, die meisten sind schon über 30 oder nähern sich der 30. Aber ist ja egal. Hauptsache, sie reißen was. Auf jeden Fall krass. Sehr, sehr stark. Sehr stark. Muss man sagen. Uruguay, auch Finale. Sehr geil. Brasilien, Spanien machen unter sich den dritten Platz aus. Auch interessant, wer da noch gewinnt. Gucken wir mal drauf. Brasilien sichert sich hier den dritten Platz. Gewinnt 1:0 gegen Spanien. Und als nächstes kommt dann Uruguay gegen Deutschland. Und da sehen wir, wer wird Weltmeister. Das ist sehr interessant. Ich würde es Klopp gönnen. Ja. Erst mit Liverpool Meister werden und dann easy über den Winter, über den Sommer, meine ich, noch die Weltmeisterschaft holen. Krass. Und Deutschland wird Weltmeister. Jürgen Klopp holt hier die Weltmeisterschaft. Mit Liverpool gewinnt er die englische Meisterschaft. Mit Deutschland holt er mal easy die Weltmeisterschaft. Bruder, wie krass. Wie krass. Und man kann nicht sagen, dass er nur einfache Gegner hatte. Also USA und Kolumbien sind bei weitem vielleicht nicht so gute Gegner. Obwohl, what the... Ach so, 99 Einsätze. Ich dachte gerade, Stärke 99. What the fuck? Da dachte ich gerade, what? Ja, aber Hammes ist da der Stärkste. USA vermeintlich auch kein so starker Gegner, aber spätestens im Halbfinale gegen Spanien kann man da schon nicht mehr von einem leichten Gegner reden. Und gegen Uruguay auch nicht. Also er hat es schon sehr verdient, finde ich, gewonnen. Ne? Ich habe die Spiele nicht gesehen, aber ich finde es trotzdem geil. Jürgen Klopp, englischer Meister und Weltmeister in einer Saison. Was zur Hölle? What the fuck? Einfach what the fuck? Glückwunsch. Elf des Turniers sehen wir hier Marc Uth als Torschützenkönig in der Weltmeisterschaft. Auch in der, krass, Marc Uth, 30-jähriger Marc Uth, ist Top-Torjäger der Weltmeisterschaft geworden. Hanik mit 5 Toren auf dem dritten Platz und Moreno aus Spanien mit 6 auch mit dabei. Rüdiger in der Mannschaft, Plattenhardt in der Mannschaft, in der Top-Mannschaft und Marc Uth. Krass. De Gea mit dabei noch. Solide. Übersicht über die Weltmeisterschaft. Deutschland ist Sieger geworden. Spieler des Turniers. Marvin Plattenhardt geworden. Torschützenkönig.
Marc Uth, Überraschung ist eindeutig die USA gewesen. Nur Enttäuschung war England. Und ich denke, eine sehr erfolgreiche WM. Und Klopp wird einfach zu einer gefühlten Legende. What the fuck? Auf- und Abwertungsrunde der Weltmeisterschaft kriegen wir auch nochmal mit. Da sind keine von Deutschland mit dabei. Okay. Krass. Also einige Leute der USA, McKennie zum Beispiel, mit dabei. Aber was, dass kein Deutscher, dass die als Weltmeister dabei ist, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Naja, gehen wir weiter. Den Fairnesspreis gucken wir uns natürlich auch noch an. Den bekommt OFK Grabali. Grabali? Keine Ahnung. Gehen wir in die Übersicht der Saison, also in dieser Saisonübergang. Wir haben den 12. Platz geschafft mit der Vorgabe, alles geben. Also wir hätten auch absteigen können. Das wäre die Saison gar nicht schlimm gewesen. Wir sind in der ersten Runde im Pokal gescheitert. Das war vielleicht auch so ein kleiner Knackpunkt für die Saison. Da ist uns einiges an Kohle auch nochmal durch die Lappen gegangen. Für uns wichtig. Mit anderen Vereinen sage ich immer so, ah ja, das Pokalgeld ist ja nicht so wichtig, ne? Aber gerade bei uns wäre es ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir da nochmal die Kohle mitgenommen hätten. Wir sehen ja nochmal beste Feldspieler und alles sowas, ne? Wir haben ein bisschen Minus gemacht im Finanzergebnis. Ich muss jetzt tatsächlich am Ende nochmal einen kleinen Überbrückungskredit nehmen, weil wir sonst keine Spieler holen hätten können, ja, wenn wir keine verkauft hätten. Unser Stadion ist momentan so ein bisschen ein Problem, würde ich sagen, weil wir müssten das Stadion eigentlich hart ausbauen, aber wir haben dafür keine Kohle, das Stadion hart auszubauen. Wir können immer so ein bisschen machen, wir müssen natürlich auch ein Augenmerk durch die ganzen Verletzungen und sowas, müssen wir natürlich auch Augenmerk auf das Trainingszentrum, auf die Medizinabteilung lenken und alles sowas, ne? Und dafür muss man halt auch immer ein bisschen was anderes ausbauen. Ist nicht so einfach, aber ich denke, durch Bleiben in der ersten Liga können wir uns hier festigen und können wir über die Zeit hinweg, das ist natürlich ein Prozess, der da stattfindet, können wir natürlich einiges noch reißen, ja, was das angeht. Budgets haben wir alle eingehalten, ganz klar. Spieler, können wir gerade mal drauf gucken, ob wir da irgendeinen dabei hatten. Nö, wir waren eigentlich relativ unauffällig, was das hier angeht. Tops und Flops ist diesmal sehr gemischt, muss man sagen. Also, ich habe es selten gesehen. Also, Bayern hatte den besten Sturm und war das beste Auswärtsteam im Endeffekt dann noch. Schlechtester Sturm war Hannover, beste Defensive war BVB. Schlechteste Abwehr hatte Bielefeld, die fairste Mannschaft war auch Bielefeld, die unfairste Düsseldorf und das beste Heimteam war Hoffenheim. Also es ist mal sehr gemischt hier, muss man sagen. Saisonanalyse, ich halte mir die Ohren zu. Echt krass am Übersteuern, ich weiß nicht, warum das so laut ist. Wir haben Verletzungspech gehabt und Einbußen bei Sponsoreneinnahmen. Das stimmt nicht so ganz, wir haben eigentlich im Endeffekt höhere Sponsoreneinnahmen gehabt, aber ich habe mich von einigen Sponsoren getrennt, sage ich jetzt einfach mal so getrennt, ne? Denn wir haben bessere bekommen im Endeffekt, ne? Also wir haben durch das, was wir aufgegeben haben, mehr gemacht quasi. Also das ist jetzt eigentlich nicht so, ne? Aber wir haben uns taktisch wieder extrem verbessert. Wir haben eigentlich alles wieder ein Stück verbessert. Und ich glaube, da geht es darum, ja, dass wir uns jede Saison so ein kleines Stück steigern und immer mehr aus diesem Struggle, den wir hatten, rauskommen. Und es wird ja auch irgendwann weniger. Ja, wir werden jetzt in der nächsten Saison gar nicht so viel an der Mannschaft machen, denke ich. Denn wir haben ja Spieler. Wir haben Spieler, die sich entwickeln können. Diese Saison war es halt so, dass wir extremstes Verletzungspech hatten. Also ich würde hier sogar ein vierfach Minus machen, weil wir haben so krasses Verletzungspech gehabt. Es ist echt hart, ja. Wobei ich glaube, dass es gar kein Verletzungspech war, sondern dass es einfach so gekommen ist, weil unsere Infrastruktur einfach zu schlecht ist und generell wir auch keinen Mitarbeiter kann man nicht mehr sagen. Darauf kann man es nicht mehr schieben. Wir haben einen guten Trainer, wir haben einen guten Fitnesstrainer, wir haben gute wir haben einen guten Mediziner, ja, wir haben einen guten Mannschaftsarzt. Das liegt, denke ich, an der Infrastruktur, ja. Unser Trainingsgelände ist nicht ausgebaut, unsere Medizinabteilung ist noch lange nicht richtig ausgebaut. Da müssen wir echt mal gucken. In der nächsten Saison nochmal ein Stück steigern und ich denke, das wird jetzt von Saison zu Saison immer weniger werden. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, sind natürlich die Mitarbeiterkosten. Die sind durch den Parameterpatch extremst explodiert. Also wirklich explodiert. Das ist ein bisschen, da müssen wir drauf gucken, dass wir da so ein bisschen hoffen, dass unsere Mitarbeiter oder dass wir bis 2023, also ich glaube noch zwei Saisons, so viel Kohle haben, dass wir uns teure Mitarbeiter kaufen können oder holen können. Sonst müssen wir nämlich bei den Mitarbeitern wieder einsparen. Und die Mitarbeiterkosten sind echt explodiert. Also wie gesagt, für einen richtig guten
Geschäftsführer muss man schon mal jetzt oder muss ich jetzt gerade 12 bis 13 Millionen aufwenden oder sogar noch mehr. Und das sieht eigentlich ähnlich aus bei allem. Ja, also ein guter Sportdirektor kostet 9 Millionen Gehalt oder ein guter Co-Trainer kostet auch, keine Ahnung, was hat das gekostet? Ich glaube, der, also ein richtig guter Co-Trainer hat auch 8, 9 Millionen gekostet bei mir gerade. Das sind schon Gehaltskosten, die sind schon krank. Und das hört sich auch ein bisschen unrealistisch an, muss ich sagen. Welcher Co-Trainer verdient 9 Millionen? Ist ein bisschen heftig, finde ich. Aber nichtsdestotrotz, wir können das irgendwie reißen. Wir schaffen das, ja, dass wir das machen. Und ja, wir gehen mal weiter. So Leute, wir sehen jetzt hier nochmal die Übersicht, ne? Nochmal im Saisonübergang. Fernsehgelder haben sich erhöht, 35 Millionen bekommen wir fest mittlerweile. Und wir haben jetzt wirklich, also hier so dieser Sprung, wenn wir es irgendwann schaffen, so im Mittelfeld zu landen, ja, so im oberen Mittelfeld oder so, wenn wir dann schon mal so am Saisonende, ja, nochmal so 35 Millionen bekommen oder sowas, ne, dann würde es uns um so vieles besser gehen. Jetzt die 11 Millionen haben auch schon sehr geholfen, ganz klar. Wir steigern uns ja auch an Sponsoren und an sowas jede Saison. Aber alleine finanziell würde es uns richtig gut tun, wenn wir mal im Mittelfeld landen würden, ne? Also wir landen ja eigentlich im Mittelfeld, ne? Und wenn man jetzt mal überlegt, wenn wir alleine das bekommen hätten an Kohle, wo wir jetzt gelandet wären, dann hätten wir schon wieder fast das Doppelte bekommen. Als das, was wir jetzt bekommen haben. Also ich denke, wir können in den nächsten Jahren, können wir schon, wenn wir uns in der ersten Liga halten und nicht der übelste Zusammenbruch kommt, können wir, glaube ich, schon sagen, dass wir solide hier was erreichen können mit dem Verein. Saisonübersicht, City hat die Champions League gewonnen. City dominiert sowieso momentan extremst. Ja, alleine England. City hat Champions League gewonnen mit De Bruyne. Sie haben sich ja auch einen der krassesten Stürmer generell geholt. Der hat in dieser Saison 60 Spiele gemacht, 60 Tore geschossen und 20 Vorlagen gemacht. Der hat in 60 Spielen 80 Scorerpunkte gemacht. Das ist so krank, der wird so safe, der nächste Weltfußballer. So safe. What the hell? Das ist so safe, der neue Weltfußballer. Wow, echt krass. Heftig. Heftig, heftig. Und Everton gewinnt die Euroleague. Jugendarbeit, können wir auch nochmal drauf gucken. Stuttgart hat die beste Jugendarbeit weltweit. Da müssen wir auch nochmal ein Augenmerk drauf werfen, dass wir die Jugendarbeit ein bisschen ankurbeln. In Deutschland sind Fernsehgelder sogar ein klein wenig runtergegangen, kam jetzt aber mehr vor, Sponsoren ein bisschen nach oben, ist alles okay, FIFA-Rangliste, Deutschland Erster, au, Jürgen Klopp for President, Junge. Jürgen Klopp hat es einfach geschafft, wir sind mit Deutschland auf dem ersten Platz der FIFA-Weltrangliste. Kann es sein, dass das irgendwie so ein bisschen dann auch jetzt realistischer gemacht ist und wirklich an der Leistung in der WM gemessen wird? Kann das sein? Weil Deutschland ist Weltmeister geworden und auf einmal auf 1. Wir waren richtig weit unten vorher. Brasilien ist Dritter geworden, also die Finalisten sind alle vorne jetzt. Kann das sein, dass das daran gemessen wird jetzt, mittlerweile mal? Finde ich geil. Europas Top 11. Ja, finde ich komisch, dass dieser Sacramento da nicht mit dabei ist. Pickford übrigens mit dabei. Ist auch 28 mittlerweile, krass. Heftig. Gehen wir weiter. Und kommen wir zum Pokal in der neuen Saison. Freunde, wir haben jetzt sehr, sehr viel gemacht. Das wird eine sehr lange Folge sein. Und wir haben jetzt gleich auch schon 4:30 morgens. Ich habe trotzdem für euch aufgenommen. Keine Sorge, es ist Samstag oder jetzt mittlerweile Sonntag. Es ist ja nicht mitten in der Woche. Ja, wir gucken mal, wen wir bekommen. Und hoffentlich kommen wir in der neuen Saison in der ersten Runde weiter. Hey, das wäre mal ganz schön. Wir bekommen hier Regensburg. Nice, wir bekommen den Jan aus Regensburg. Sehr schön. Dritte Liga sind sie aktuell. Finde ich okay. Finde ich nice. Sollte wieder ein einfacher Gegner sein für uns als Erstligaverein. Hat sich in der letzten Saison auch nicht erwiesen. Nice. Budgets gehen wir mal so rein. Wir machen gar nicht mehr viel am Kader. 20 Millionen Transferbudget ist okay. Wir gehen eher noch ein bisschen mehr auf die Infrastruktur, weil da will ich extrem in dieser Saison jetzt investieren. Mannschaft, gucken wir mal, was wir da noch machen können. Jetzt werde ich auch auf euch warten. Ja, also ich habe für diese Woche, um euch das gerade mal so zu erklären, wie ich das geplant hatte, ich hatte geplant, 2 Folgen diese Woche, dass wir quasi eine Saison komplett die Woche fertig bekommen. Deswegen habe ich die 2 Videos auch so hart jetzt durchgezogen, sage ich mal. Sind für euch dann natürlich ein bisschen längere Videos, für mich ein bisschen mehr Schnittarbeit, für mich ein bisschen mehr Aufnehmarbeit, aber hoffe, ihr freut euch. Auch wenn diese Folge ziemlich verkackt angefangen hat, muss ich sagen, aber mittlerweile ist meine Laune da doch wieder besser über die Zeit. Ich nehme jetzt seit fast 2 Stunden auf übrigens, seit über 2 Stunden. Ich weiß nicht, wie lang das Video wird im Endeffekt, aber wir gehen mal so rein, gucken wir mal. Budgets sehen auf jeden Fall ordentlich aus. So, Freunde. Wir sind in der neuen Saison. Ich hoffe auf eine Saison, die nicht so verletzungsgeprägt ist. Unsere Budgets sehen eigentlich relativ nice aus, muss man sagen.
Wir haben hier 10 Millionen Gehaltsbudget, nochmal 28 Millionen fast. Komm, machen wir da einfach mal eine 28 draus. Ich will da jetzt eine 28 haben. 28 Millionen. Transferbudget 23,8 Millionen nochmal auf der Infrastruktur. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ja, damit können wir definitiv arbeiten. Ihr seht den Kader, wie er gerade ist. Mai ist noch verletzt gerade. Aber so haben wir eigentlich eine starke Truppe, die ein bisschen vielleicht noch verbessert werden kann. Vielleicht sogar nochmal im defensiven Mittelfeld, dass wir Prömmel austauschen oder im Link auf der Linksverteidigerposition, obwohl Nico halt richtig stark ist. Ne? Er ist ein ultra guter Spieler und ultra wichtig eigentlich für uns. Aber vom Talent her ist er halt, ne, so ein bisschen ab. Ne? So, wir haben eigentlich nur 2 6-Sterne-Talente in der Truppe und das sind halt Nico und Prömmel. Sind auch gleichzeitig eine unserer ältesten Leute. Und da ist halt auch so die Sache. Vielleicht sollten wir langsam auch mal gucken, dass wir 1 2 Leute noch in den Kader holen, die Erfahrung haben, ja. Mittlerweile mal. Die sind dann natürlich vom Gehalt her ein bisschen teurer. Leute, schreibt es in die Kommentare. Jetzt werde ich definitiv auf euch warten, auf eure Meinung. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die Endcard. So, Freunde. Endcard, it is ein bisschen später. Ich habe nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, muss ich sagen. Krasse Saison. Viel Struggle, viel Tilt bei mir, viel Salz bei mir. Es tut mir leid auf jeden Fall dafür. Aber ihr kennt mich, Leute. Ich verstecke meine Emotionen nicht, ja, gerade bei sowas nicht. Es fuckt mich dann einfach ab. Mir ist das dann wichtig, dass das vernünftig läuft. Übrigens, ich habe irgendwie geschafft, das Flackern wegzubekommen im Hintergrund. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. Jetzt hat die Kamera gerade geleckt. Ich hoffe, das ist nicht im Video dann auch so. Aber ich habe es irgendwie geschafft, das hinzubekommen. Ich bin froh, dass ich es hinbekommen habe, weil dieses Flackern hat mich so hart gestört. Ihr glaubt es gar nicht. Leute, schreibt in die Kommentare Vorschläge für Spieler. Ich bin ultra müde. Ihr seht es mir, glaube ich, an. Ich bin so hart müde gerade. Aber ich habe das für euch aufgenommen, damit ich die Folgen rechtzeitig online bekomme. Und ich glaube, ich habe richtig rote Augen. Die brennen auch hart. Was man nicht alles für euch macht, ne? Gut, Leute. Macht's gut. Vielleicht habe ich auch ein bisschen was Scheiße gelabert. Das wird mir dann beim Schneiden auffallen. Ich werde, ja, keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach schlafen, Leute. Schneide das Video für euch. Ihr checkt die anderen Videos aus. Schreibt mir Vorschläge in die Kommentare für neue Spieler. Wie fandet ihr die Saison? Gebt mir Feedback. Sehr, sehr gerne. War eine Trouble-Saison. Wir haben es trotzdem geschafft. Und wir schaffen es auch in der nächsten Saison. Haut rein, nicht geschlafen. Geschnitten wird morgen. Tschüss.